Einen wunderschönen guten Tag. Es ist ein 10,6 Kilo Paket angekommen von meinem besten Freund von der Welt, von Jörg. Mit Fächern und irgendwas nicht mit Fächern, so wie es aussieht. Und der Zettel liegt oben drauf. Und da gucken wir mal, was da Schönes alles drin ist. So, den Zettel lese ich jetzt erstmal hier vor. Ein krasses Paket für Herr plus Punkt, Punkt, Punkt. Zu spät, leider, liebe Grüße von Jörg. So, kann man den Zettel nochmal lesen. So, dann schauen wir mal hier in den ersten Fächer rein. Da kommt was Kleines eingepacktes. Eine Dose? Aha, eine Dose. Costa Coffee. Oder Coffee. Also Costa Kaffee, würde ich mal sagen, heißt das. Americano. Aha. Eine Dose Kaffee. Aha. Ist auf jeden Fall ein neuer Tessel. ja, das ist auf jeden Fall was Neues. Das kenne ich so nicht. Das habe ich hier auch noch nie gesehen. Dann schauen wir mal in den ersten Fächer noch rein, ob da noch was drin ist. Nee, sieht nicht so aus. So, da schauen wir jetzt mal hier in den zweiten Fächer rein. Man hört es, man hört es. Medizin, Medizin. Jawohl, mein Freund. Ein 9er Pack Jägermeister, sehr schön. Ich habe noch die anderen 6 Jägermeister Packs im TK. Oh, da kommt noch was raus aus dem zweiten Fächer, eine Dose. Serbischer Bohneneintopf von Erasco, den kenne ich auch nicht. Ist auch was Neues. Sieht aus wie weißer Bohneneintopf. Mal gucken auf den Zutaten. Passierte Tomatenwasser, gekochte weiße, mit weißer Bohnen. Ja, weiße Bohnen kann man essen mit schön Essig und Zucker. Mal gucken, ob im zweiten Fächer noch was ist. Nee. Dann kommt jetzt hier im dritten Fächer was Leichtes raus. In so einer Tüte. Fühlt sich an wie eine Dose. Oh, das hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Geil, das Miller Gunje Draft. Ja, das kann man trinken. Das ist irgendwie, keine Ahnung, von woher das kommt. Ein ungarisches Bier. Hm. Ewig schon nicht mehr gehabt, aber sehr cool. Das kann man auf jeden Fall trinken. Mal gucken, ob im dritten Fächer noch was ist. Nee. Jetzt kommt hier eine gefürchtete Bügelflasche raus. Und aha. Oh, ein neuer Testhobel. Ein neuer Testhobel. Das Allgäuer Büblebier Festbier. Geile Sache. Das habe ich hier auch noch nicht gesehen. Ein helles Vollbier, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Wobei bei dem Gerstenmalz, würde ich sagen, nur das Gerstenfett unterstrichen ist. 5,5%. Geil. Davon mache ich auf jeden Fall ein Video, auch wenn meine Geschmacksnerven nicht so toll sind. Ist auf jeden Fall ein geiler neuer Test. Cool, cool, coole Sache. Coole Sache. So. Dann machen wir jetzt mit dem vierten Fächer weiter. Und dann kommt wieder was hier in so einer Tüte eingepackt. Mal gucken, was das ist. Komm. Die feine Tüte. So. Ein neuer Testo, geil.
Franconia, Vollbier hell. Das habe ich ja noch, ja, noch nie gehört, Alter. Das kenne ich überhaupt nicht. Was soll denn das sein? Klingt auch bayerisch, würde ich sagen. Untergäriges Vollbier, eine milde fränkische Brauspezialität. Ah, kommt aus Franken, also auch fast Bayern. Gebraut in Ochsenfurt. Puh. Privatbrauerei Kautzenbräu. Aha. So, die Zutaten. Wasser, gestmals wieder fett gedruckt. Und Hopfen. Mehr ist da nicht drin. 4,8%. Klingt interessant. Ist auf jeden Fall auch ein neuer Testhole. Den kenne ich so überhaupt nicht. So, dann schauen wir uns jetzt mal den sechsten Fächer an. Doppelt eingepackt. Muss wohl was ganz. Oh, dreifach eingepackt. Muss wohl was ganz Besonderes sein. Aha, was ist denn das? Was? Wie heißt das? PRLO oder TO? Keine Ahnung, Happy Pilz. Das habe ich auch noch nie überall, noch nie gesehen. Das kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das ist. Happy Pilz ist unser New Age Pilsner. Wie dein Pilz, nur hopfiger, wie dein Tag, nur viel, viel besser steht da. Kann man das lesen? Ja, so ungefähr, ne? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das 4,9%, also Standard für einen Pilz. Schauen wir uns mal die Zutaten an. Wasser, Gerstenmalz, wobei, nee, Gerstenmalz ist fett gedruckt. Hopfen und Hefe, mein Freund, Hefe. Ach, in den Pilz gehört kein Hefe. So, ist auf jeden Fall auch ein neuer Testhobel. Dann kommt jetzt hier der siebte Fächer und da kommt auch wieder eine Bügelflasche raus. Ah, das Allgäuer Büble Bayerisch Hell, ja, das ist kein neuer Testhobel, den kenne ich schon. Oh, das kann man trinken. So, schauen wir uns jetzt mal hier den achten Fächer an. Der ist so gemüllt wie sonst was. Kommt etwas Kleines drauf. Auch doppelt eingepackt. Was ist denn das? Auch wieder ein neuer Testo. Kaiserbrauerei Helle. Schlank und süffig. Klingt auch bayerisch. Schauen wir uns mal an. Brauwasser, Gerstmalz wieder fett. Aromahopfen. Was ist denn bitte Aromahopfen? Alkohol 4,9. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Kaiserbrauerei Geislingen an der Steige. Keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall auch ein neuer Testo. So. Geht's weiter mit dem neunten Fächer. Kommt wieder was Kleines raus. Aha. Nochmal das Happy Pilz. Mit Hefe, mein Freund, mit Hefe. So, dann sind wir jetzt beim letzten großen Fächer. Das ja ordentlich hier wieder was in die Tüte eingepackt. Oh, wieder ein neuer Testhobel. Oberbräu Hell. Ja, sieht schon bayerisch aus. Vom Etikett her. Wasser, Gerstmalz wieder fett gedruckt. Hopfen, Hopfenextrakt. Holzkirschen. Interessant. Aus Holzkirschen kommt das. Auch ein neuer Testhobel. So. Und was
kommt jetzt. Oh! Jörsch, Jörsch, Jörsch. Eine Packung Matrix-Hülsen. Die habe ich früher mit den Matrix-Sticks immer geraucht. Sehr cool. Jörsch, Jörsch, ich sehe da noch was. Ich sehe da noch was, glaube ich. Was ist denn das? Nee, da habe ich mich jetzt getäuscht oder was? Ah, nein, nein. Okay, da kommt jetzt eine Tüte raus. Chickenfilet, ja. Die Alena kann das leider nicht mehr essen. Die gibt's nicht mehr. Hier kommt Dread Beats oder Bites. Ja. Auch schön. Yes, yes. Mit Einhörnerlein drauf eingepackt. Hier hast du eine Macke, da hast du. So. Und da, eine Dose Winston für 30 Euro. Sehr schön, meine Dose ist nämlich fast alle. So, das Geschenkpapier können wir an der Seite packen. Dann kommen jetzt noch, glaube ich, zwei Sachen, wenn ich mich nicht täusche. Chicken Coins und Beefstick Rustico. Oh, das wäre auf jeden Fall was Neues für die Alena gewesen. So, ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal hier unter die Ingredienzen. Nee, das also alle. Das ist ja ein fettes 10,6 Kilo Paket. Richtig cool. Die Dose Winston ist am besten und die Matrix Hülsen. Nee, Quatsch. Aber richtig schöne neue Test-Hobbits dabei. Werden auf jeden Fall ein paar Videos davon kommen. Und hier von dem Kaffee da, keine Ahnung, ob man das kalt trinken muss. Ich denke mal schon. Ja. Das war ein richtig fettes 10,6 Kilo Paket. Danke fürs Zusehen.